Hallo, ich bin Felix Metscher. Ich bin ein Christ, der Fußball spielt, und das ist meine Geschichte. Ich bin zum Fußball gekommen, weil ich einen 2 Jahre älteren Bruder hatte, der immer Fußball gespielt hat. Ich habe also schon sehr, sehr früh angefangen, Fußball zu spielen. Ich glaube, ich war vielleicht 2 Jahre alt, als ich das erste Mal gegen einen Ball trat. Als ich sehr jung war, habe ich nur zum Spaß gespielt. Aber dann, als ich etwa 10 Jahre alt war, fing ich an, für Man City zu spielen. Das war der Zeitpunkt, an dem ich dachte, okay, ich sehe die erste Mannschaft und ich will einfach dahin. Mein Bruder wurde zuerst für Man City gescoutet und ein paar Wochen später dann ich. Und dann wurden wir sehr, sehr schnell unter Vertrag genommen. Damals war ich also zum ersten Mal in einem Profiteam. Ich glaube, mein Bruder und ich, wir wollten immer die Besten sein. Es war fast so, als würde uns der Fußball einfach verzehren. Wir gehen zum Beispiel zum Training und wenn wir nicht trainieren, spielen wir Straßenfußball. Als ob es nur um Fußball ginge, um Fußball. Ich habe meinen ersten Vertrag mit 17 unterzeichnet. Ich habe meinen ersten Profivertrag mit 17 unterschrieben. Das war etwas Besonderes, es war schön. Ich denke vor allem in der Zeit, in der ich eine Menge Wachstum durchmachte. Ich war wirklich klein, Nummer 10, und dann habe ich das geändert und war eher eine Nummer 8. Und mein Körper war völlig durcheinander, weil ich sehr schnell wuchs. In dieser Zeit einen Profivertrag zu bekommen, war so gut für mich. Das Spiel gegen Burton Albion war mein erstes Spiel. Und ja, dieses Spiel war verrückt, weil ich in die erste Mannschaft berufen wurde. Und dann dachte ich, okay, manchmal werden die jungen Spieler gerufen, aber sie kommen nie zum Einsatz. Aber dann wurde ich tatsächlich eingewechselt und ich war so aufgeregt, so bereit, an diesem Tag einfach zu spielen. Es war also ein besonderer Tag. Und dann habe ich einen großen Schritt nach Wolfsburg gemacht, was zu diesem Zeitpunkt außerhalb meiner Komfortzone lag. Und ja, durch Gottes Gnade konnte ich danach nach Dortmund gehen, was natürlich auch das wohl größte Highlight meiner bisherigen Karriere war. Den größten Rückschlag hatte ich wohl in der Jugend bei Man City, als ich eine Langzeitverletzung hatte. Es war eine seltsame Zeit in meinem Leben, denn ich war 18 und alle Spieler, mit denen ich aufgewachsen bin, gegen die ich gespielt hatte, mit denen ich konkurriert habe und die auf demselben Niveau waren, haben angefangen, in ersten Mannschaften zu spielen. Sie spielten erfolgreich und ich hatte diese Verletzung. Und dann hätte es für die Welt so aussehen können, als ob ich traurig oder deprimiert sein müsste oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, diese Zeit in meiner Karriere war bis zu diesem Zeitpunkt das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Und das mag seltsam klingen, aber ich habe diese Zeit wirklich genutzt, um in meine Beziehung zu Gott zu investieren. Und es war ein solcher Segen, denn ich bin geistig gewachsen wie nie zuvor. Und ich bin auch mental gewachsen wie nie zuvor. Ich bin mir sicher, dass alle Fußballer da draußen wissen, dass es hart sein kann, wenn man verletzt ist und alleine im Fitnessstudio trainiert. Aber ich bin wirklich mental stärker geworden, weil ich jeden Tag gegen mich selbst kämpfe. Das war ein Rückschlag, aber es war auch ein großer Segen für mich. So lernte ich Jesus im Alter von 15, 16 Jahren kennen. Und ich bin immer damit aufgewachsen, in die Kirche zu gehen, christliche Dinge zu tun, zu beten und den Leuten zu sagen, dass ich Christ bin. Und ich glaube, als ich Christ wurde, wurde mir klar, dass ich vorher kein Christ war. Ich bin also aufgewachsen und habe immer versucht, mich in der Schule und beim Fußball zu konzentrieren. Natürlich kommt man manchmal durcheinander, aber ich sah mich als einen guten Menschen, als einen guten Sohn meiner Eltern. Als ich realisiert habe, dass ich nicht gut bin und einen Retter brauche, habe ich zu Jesus gefunden. Und gerade in dieser Zeit habe ich erkannt, dass ich in meinen eigenen Werken, in meiner eigenen Kraft, es ist nicht möglich, gerettet zu werden, es ist nicht möglich, ewiges Leben zu haben. Denn am Ende des Tages habe ich erkannt, dass meine Taten nicht gut genug sind. Denn sein Maßstab ist perfekt und keiner von uns ist perfekt. Da ich einen guten Freund hatte, der ebenfalls wiedergeboren war, ermutigten wir uns immer gegenseitig, während wir wuchsen und lernten. Und ein großer Teil davon war die Erkenntnis, dass Fußball ein großer Segen ist. Aber der Fußball wird dir nie die Erfüllung geben, die du dir erhoffst. Er wird mich nie so erfüllen, dass ich nicht mehr will. Du willst immer mehr.
Du gewinnst die Champions League, du willst eine weitere gewinnen. Du gewinnst die Weltmeisterschaft, du willst eine weitere. Und die Erkenntnis, dass nur Jesus mich erfüllen kann, hat mir so sehr geholfen. Denn ich habe erkannt, dass mein Leben beständig sein kann, wenn meine Freude und mein Friede in ihm sind. Ich kann den Menschen sagen und versprechen, dass sie erfüllt sein werden, wenn sie Jesus kennenlernen. Und das bedeutet nicht, dass alle Schwierigkeiten aufhören, wenn jemand zu Christus kommt. Aber es bedeutet, dass sie wissen, dass Gott bei ihnen ist. Das ist es, was Jesus am Kreuz getan hat. Er ist für uns gestorben, damit wir eine Beziehung zu ihm haben können. Damit wir wissen, wozu er uns eigentlich geschaffen hat. Und es gibt so viel Frieden, Freude und Wahrheit in Jesus. Also ja, ich ermutige die Leute einfach, einen Schritt zu machen, weil, wenn du diese Erfahrung einmal gemacht hast, wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein. So bin ich zu Christus gekommen. Und für mich ist das ein großartiges Zeugnis, denn ich war verloren. Ich dachte, ich sei ein Christ. Ich dachte, ich sei gut. Ich war selbstgerecht und stolz. Und Gott, Jesus hat mich gerettet. Das ist mein Zeugnis.